Und der große Trugschluss, du kannst mal ein kleines Experiment machen. Da muss man natürlich jetzt den Spiegeltunnel im Groben verstanden haben, dass du mit deinem Alltagsbewusstsein, mit deiner Normalität in den Spiegel reinschaust. Das Erste muss dir klar sein, dass du den Spiegel vollkommen ignorierst. Da habe ich zigfach schon darauf hingewiesen, aber mit ganz fantastischen, wenn man jetzt mit zwei Spiegeln das alles durchprobiert, da gibt es noch viele, viele Sachen, die den normalen Menschen, selbst wenn er mit dem Spiegel den Spiegeltunnel aufbaut, nicht mitkriegt. Aber worum es mir jetzt geht, das morgendliche Ritual, oder wenn ich immer sage, wenn du dir einen Pickel austrickst, und jetzt musst du genau zuhören, dann bist du felsenfest davon überzeugt, dass du der vorm Spiegel bist und natürlich auch, das im Spiegel bin ich. Dir muss das dann mal bewusst werden, dass du eigentlich dein Spiegelbild gegenüber hast. Was mir jetzt wichtig ist, dass wenn du dir das jetzt denkst, ist dir klar, dass du nicht das Spiegelbild bist, vollkommen logisch, sondern dass du der vorm Spiegel bist. Jetzt ist ja der hinterm Spiegel eigentlich im Spiegel, weil hinterm Spiegel gibt es ja nicht. Und jetzt wirst du irgendwann einmal checken müssen, dass du der im Spiegel bist und der vorm Spiegel ist die Illusion. Das ist nämlich das Männchen in der virtuellen Welt, das du steuerst mit deiner 3D-Brille. Das musst du auf dich wirken lassen. Wenn du einmal mit einer 3D-Brille gespielt hast, wie du dich durch einen Raum bewegst, der sich um dich herum befindet, und du letztendlich nur ständig wechselnde Bilder hast auf der VR-Brille. Ich bleibe jetzt einmal rein in den sinnlich wahrgenommenen Bereich. Das ist eigentlich jetzt die Erweiterung von den klassischen Videospielen, wo du ja vor dem Monitor sitzt und meistens in dieser sogenannten Third-Person-Perspektive eine fiktive Kamera hinter dem Männchen ist, das du steuerst, das dann rumläuft und du siehst ja dann immer deinen Körper. Und die neuere Version ist ja dann die Ego-Perspektive, dass du zu die Augen rausschaust, das jetzt zweidimensional zumindest auf dem Bildschirm noch ist. Wenn ich jetzt GDR kann man ja in Ego-Perspektive spielen, was schon wesentlich komplett die Story komplett verändert, wenn man das ausprobiert. Also das Gefühl ist ein komplett anderes, ob du Welt auf der Ego-Perspektive spielst, immer noch am Monitor, oder ob du das in der dritten Person-Perspektive dich als Beobachter von diesem Männchen, das du zu sein glaubst oder das du steuerst. Und was natürlich jetzt der brutale Sprung ist, wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast. Mit den Kopfbewegungen, dann ist es wirklich um dich herum. Und du bist der im Rai, im Kopf des Schöpfer Gottes, wo man die Bilder austauschen. Das heißt, dieses Körpergefühl, das du hast, ist genauso was Ausgedachtes wie alles andere auch. Und immer daran denken, das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Dieser Körper, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, existiert nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Und du wirst feststellen, du kannst es immer wieder wiederholen, wie hartnäckig deine Logik ist, wenn du jetzt nicht mehr bewusst dich beobachtest. Ich könnte jetzt sagen, wenn du nicht mehr Holofeeling machst. Korrekter ausgedrückt wäre es, wenn du nicht mehr Holofeeling bist. Holofeeling kann man nicht machen. Es ist das Gefühl, alles zu sein. Und, weil das ja schon wieder eine einseitige Aussage war, nichts davon. Das Genau. muss ich so installiert haben. Was du siehst, bist du nicht. Das, was man besitzt, ist man nicht. Das sind die einfachen Sätze, die der Udo gebetsmühlenhaft seit fast 30 Jahren wiederholt. Ein So ist Besitz das. ist was anderes wie das, was man besitzt. Und wenn du das nicht akzeptierst, kann ich immer nur sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das ist keine Drohung, das ist hundertprozentig sicher. Genauso hundertprozentig sicher wie alles andere, was ich dir sage. Und du hast an der Figur, die Rolle, die du spielst, nichts zu verändern. Das ist das, was ich immer nochmal unterstreiche. Ein Schauspieler, der den Hamlet spielt oder den Faust, wie oft habe ich das schon gesagt? Dieser Schauspieler verändert an der Rolle nichts. Er spielt einfach bloß die Rolle. Und er spielt Schmerz und er spielt Freude. Er wird den Schmerz, den er spielt, aber nicht empfinden. Warum? Weil er sagt, das ist ja nur eine Rolle. Das Problem kommt mit der Identifikation des Körpers. Die Empathie. Mein Leid heißt es. Nicht Mitgefühl oder Mitleiden. Du weißt, wie oft wir das durchgehauen haben. Du kannst nicht mit etwas mitleiden, was selber gar kein Leid hat. Gedanken von dir, Informationen haben kein Leid. Leid empfinden kann nur der Geist, der träumt. Und das bist im Moment du. Mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen Michael und das Pixelmännchen Udo. Und du wirst irgendwann einmal begreifen, mit Sicherheit auch nicht der Körper, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, sondern der, der sich das alles ausdenkt. Vielen Dank.
Von dem weißt du noch nichts. Auch wenn du jetzt lange genug Holofilling studierst, dass das noch nicht installiert ist, schau einfach. Schau in dein Alltagsbewusstsein. Wenn du jetzt dann das Video ausschaltest und du gehst auf die Arbeit oder du machst sonst was. Und dann schaust, wie weit du in Holofeeling verankert bist. In diesem Gefühl, alles zu sein. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen oder mehr muss man gar nicht installieren. Der Rest kommt dann von ganz alleine.